Das Christentum geht auf Jesus von Nazareth zurück. Rund ein Drittel aller Menschen, also 2,1 Milliarden, bekennen sich zum Religionsstifter Jesus Christus. Für Christen ist Jesus Gottes Mensch gewordener Sohn. Doch Gott besteht für sie aus drei Personen: Gott Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist. Es ist das trinitarische Gottesbild. Der Islam, die jüngste Weltreligion, geht auf den im Jahr 570 geborenen Propheten Mohammed zurück. Der Erzengel Gabriel überbrachte ihm Botschaften von Allah. Später entstand daraus der Koran. Muslime nennen ihren Propheten daher nicht Stifter, sondern Überbringer des Islams. Mohammeds Heimatstadt Mekka ist die Stadt mit der Kaaba, dem Heiligtum des schwarzen Steins. Weltweit gibt es heute 1,5 Milliarden Muslime. Der Hinduismus ist eine Religion aus vielen Einzelreligionen mit zahlreichen Göttern und spirituellen Techniken. Nur einzelne Richtungen gehen auf einen bestimmten Begründer zurück, wie etwa Shankara, Madhva und Chaitanya. Trotz aller Unterschiede können Hindus weitgehend gemeinsam feiern und beten. Heute zählt der Hinduismus weltweit rund 900 Millionen Anhänger. Der Begründer des Buddhismus mit über 300 Millionen Anhängern ist Siddhartha Gautama. Laut Überlieferung gelangte er etwa 500 vor Christus in einer Meditation unter einem Feigenbaum zur Erkenntnis aller Dinge. Damit gilt er als der erste Buddha, was übersetzt so viel bedeutet wie der Erwachte. Seine Lehre: Wer durch Weisheit und Mitgefühl die Erleuchtung erlangt, der kann dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt entgehen. Im 13. Jahrhundert vor Christus gelang es dem Volk Israel, unter der Führung von Mose aus der Sklaverei in Ägypten zu entkommen. Mose gilt als Religionsstifter des Judentums. Seine fünf Bücher sind nicht nur die wichtigsten Schriften der Juden, auch für die Christen bilden sie einen zentralen Teil der Bibel. 15 Millionen Gläubige bekennen sich heute zum Judentum.